Was bleibt, wenn der Wind sich dreht? Eine Besinnung zum Lied Opportunist von und mit Gerd Holle. Der Liedtext Opportunist beschreibt das Verhalten eines Menschen, der seine Prinzipien und Werte aufgibt, um kurzfristige Vorteile zu erlangen. Der Opportunist passt sich an, wechselt seine Überzeugungen wie die Farben eines Chamäleons und verfolgt nur ein Ziel: zu gewinnen, egal um welchen Preis. Dabei geht es nicht nur um materielle Erfolge, sondern auch um soziale Anerkennung und den Wunsch, sich in jeder Situation gut zu positionieren. Im Kern stellt der Text die Frage: Was bleibt, wenn alles, worauf man seinen Erfolg aufgebaut hat, sich als vergänglich erweist? Ohne feste Prinzipien und Überzeugungen droht das Leben leer und bedeutungslos zu werden. Der Text ruft dazu auf, sich auf Werte zu besinnen, die Bestand haben, auch wenn äußere Umstände sich ändern. Das Lied beschäftigt sich mit einer Haltung, die uns immer wieder begegnet, vor allem in einer Welt, die sich ständig verändert. Aber was bedeutet das eigentlich für uns? Und noch wichtiger, wie können wir anders leben, auf eine Weise, die uns nicht leer zurücklässt, sondern erfüllt? Zu diesen Fragen möchte ich dir und euch heute einige Gedanken vorstellen. Erster Gedanke: Chancen nutzen, aber mit Prinzipien leben. Es ist wichtig, Chancen im Leben zu erkennen und zu nutzen. Doch dabei sollten wir unsere Werte nicht vergessen. Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 24 und 25: Wer diese meine Worte hört und sie tut, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf einen Fels baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es nicht ein, denn es war auf den Fels gegründet. Hier geht es darum, ein Leben auf einem festen Fundament zu bauen, auf Werten und Prinzipien, die Bestand haben, selbst wenn der Wind des Opportunismus weht. Es ist leicht, sich dem anzupassen, was gerade angesagt oder einfach ist. Doch was passiert, wenn diese Dinge vergehen, wenn der Wind sich dreht? Was bleibt dann? Jesus fordert uns auf, unsere Entscheidungen auf dem Fels seines Wortes zu gründen, nicht auf dem Sand des Zeitgeistes. Ein zweiter Gedanke: Sich selbst treu bleiben. In der zweiten Strophe des Liedtextes geht es darum, wie leicht man sich anpassen kann, um zu gewinnen, ohne Rücksicht auf das eigene Gewissen. Aber sich selbst treu zu bleiben ist ein Wert, der mehr zählt als kurzfristiger Erfolg. Paulus erinnert uns in Galater 1, Vers 10: Will ich denn jetzt Menschen überzeugen oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefallen wollte, wäre ich kein Diener Christi. Manchmal ist es schwer, gegen den Strom zu schwimmen und nicht nur das zu tun, was bei anderen gut ankommt. Doch Gott sieht das Herz an. Er fordert uns auf, unser Leben so zu leben, dass wir vor ihm bestehen können, mit Integrität und Ehrlichkeit, auch wenn es manchmal gegen den Wind geht. Ein dritter Gedanke: Das, was wirklich zählt. Der Refrain fragt danach: Woran glaubst du dann? Eine Frage, die wir uns alle stellen sollten. Wenn alles Äußerliche wegfällt, wenn die schnellen Erfolge und die einfachen Lösungen nicht mehr da sind, was bleibt dann? In Johannes 6, Vers 68 sagt Petrus zu Jesus: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Das Leben bietet viele Ablenkungen und Versuchungen, den einfachen Weg zu wählen, den Weg des geringsten Widerstandes. Doch Jesus bietet uns etwas, das tiefer geht. Ein Leben in Fülle, das auf Vertrauen, Liebe und Gnade basiert. Dies sind die Dinge, die wirklich zählen und die auch dann bleiben, wenn alles andere wegfällt. Was will ich dir und euch damit mitteilen?
Lasst uns nicht nur dem Wind des Opportunismus folgen, sondern unser Leben auf das Fundament von Gottes Liebe und Wahrheit bauen. Lasst uns Entscheidungen treffen, die von unseren Überzeugungen getragen werden. Und lasst uns an die Werte halten, die wirklich zählen. Denn wenn der Wind sich dreht, ist es dieses Fundament, das uns Halt gibt und uns vor einem leeren Leben bewahrt. Herr, hilf uns, in einer Welt voller Möglichkeiten und Versuchungen standhaft zu bleiben. Gib uns die Weisheit, Chancen zu nutzen, ohne unsere Werte aufzugeben. Schenke uns den Mut, uns selbst treu zu bleiben und unser Leben auf dem Felsen deines Wortes zu bauen. Amen.